ist das? Tja, ich weiß nicht genau. Es sieht aus wie eine Fata Morgana. Eric, das ist doch keine Fata Morgana. Was ist das? Ich bin genauso ratlos wie du. Vielleicht haben das irgendwelche Siedler zurückgelassen. Das haben nicht irgendwelche Siedler zurückgelassen. Na schön, sehen wir es uns an. Gern wissen, wie es innen aussieht. Na, dann riskieren wir doch mal einen Blick. Oh, Eric. Du hast alles geplant, nicht wahr? Hey, warte. Du hast etwas vergessen. Komm her. Ganz allein, meilenweit kein Mensch. Oh, Eric, das ist fantastisch. Wie hast du das nur gemacht? Sag mal, wie hast du das alles nur mitten in die Wüste geschafft? Tja, wir haben einen Generator, eine Klimaanlage und einen Kühlschrank und Heizung. Es wird hier nachts sehr, sehr kalt. Wir haben alles, was wir vielleicht brauchen könnten. Und du hast das alles nur für mich gemacht. Träume können sich also doch erfüllen. Es ist eine Märchenhochzeit. Du hast es tatsächlich geschafft, meine Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Hast du je daran gezweifelt? Ich werde dir jeden Wunsch erfüllen. Jetzt und in Zukunft. Ich will nicht, dass du mich im Büro anrufst. Ich war sehr beschäftigt mit meinem neuen Entwurf. Du warst schnell hier, Clark. Ja, ich bin hier. Weißt du, warum? Nein, ich weiß es nicht. Ich war ganz in Gedanken. Ich habe mich ins Auto gesetzt und plötzlich stand ich hier vor der Tür. Das klingt aber nicht sehr überzeugend. Wenn ich weit genug von dir weg bin, komme ich nicht so leicht in Versuchung, aber... Aber wenn ich dich sehe... Werde ich schwach. Clark, ich wollte nicht, dass du herkommst, um mit mir zu schlafen. Ich mach dir einen Vorschlag. Ich habe ein Angebot für dich. Du wirst es bestimmt unwiderstehlich finden. Du weißt doch, ich finde nur dich unwiderstehlich. Clark, nicht. Ich möchte nicht, dass du dadurch beeinflusst wirst.
Ich will dich auf keinen Fall durch unser Verhältnis manipulieren. Ich mache dir jetzt ein Angebot. Und du wirst es unwahrscheinlich verlockend finden. Und perfekt. Und du kannst nur Ja sagen. Ich trinke auf dich, meine wundervolle Frau, und auf einen Neuanfang für uns beide. Auf ein Leben voller Liebe und Glück, Hingabe und Abenteuer. Für uns und unseren wunderschönen kleinen Sohn, dieses wunderbare Baby. Das ist alles Wirklichkeit, kein Traum. Ja, das ist Realität. So sieht deine Zukunft aus. Unsere Zukunft. Weißt du eigentlich, wie sehr ich dich liebe? Fast so sehr, wie ich dich liebe. Es wird eine aufregende Zeit werden. Langsam wird mir das auch klar. Ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, was die Zukunft noch alles für uns bereithält. Auf alle Tage und Nächte, die uns gehören werden. Du weinst ja. Tränen der Freude. Ich bin ja so glücklich.